Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein. Da haben wir, oh geil, einen neuen Emote und einen neuen Style. Wir fangen auf der rechten Seite an mit Crossroads, mit dem Hackweiser. Kostet 500 V-Bucks, Teil des Robo-Rebellen-Sets, finde ich nicht ganz so prickelnd, das Ding. Kriegt von mir 5 von 10. Hier haben wir momentan 3,38 von 5 bei 8 Votes. Am 24. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. Das ist der Werkzeugeffekt. Okay, dann haben wir den Hypernova. Ja, mit dem Sonnenblümchen hinten drauf. Find den eigentlich ziemlich cool, sage ich mal. Und der Hypernova kriegt von mir 7 von 10 für den Hypernova für 1200 V-Bucks. Der Hypernova. So, 1200 V-Bucks. Hier. Da haben wir momentan 3,47 von 5 bei 15 Votes am 5. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Dann haben wir den Wolkenschlag. Und das ist halt schon ein ziemlich cooler Gleiter. Allein wenn man jetzt hier mal so. Nee, das ist gar nicht so. Das ist gar nicht der. Aber sieht aber trotzdem auch nicht so schlecht aus. Ist ein Standardgleiter mit einem schönen Effekt oben drauf. Und kriegt von mir 6 von 10. Der Wolkenschlag für 1200 V-Bucks ist der Cloud Strike. Und er hat hier momentan 3,84 von 5 bei 25 Votes am 14. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. Dann kommen wir zu dem neuen Emote. Finde ich relativ witzig, muss ich sagen. Träumerfüße kriegt von mir 8 von 10. Ist momentan noch keine Bewertung da. Ich werde wieder ein Video dazu machen, wo der komplette Spind von Herrn Sofort mit Träumerfüßen durchgespielt wird. Ist dann jetzt oben in der Ecke verlinkt. Könnt ihr dann direkt draufklicken. So, dann haben wir hier den Breakdance. Ja gut, er ist im Vergleich jetzt dazu dann nicht so stark, muss ich ganz ehrlich zugeben. 7 von 10 kriegt der Breakdance von mir. Und der Breaking hat hier 3,46 von 5 bei 26 Votes. Am 24. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. Dann haben wir die Cynthia. Also, wenn die so vor mir stehen würde, würde ich davonlaufen, ne? Also ganz ehrlich, das ist so mal überhaupt nicht so mein Fall. Wieder viel, viel Bling Bling, viel, viel Pink Pink. Naja, aber ist trotzdem irgendwo auf der anderen Seite. Na, ich weiß nicht, ich gebe der mal 6 von 10, da sind die ja. Da haben wir momentan 3,17 von 5 bei 18 Votes am 16. September 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann sind wir beim bissigen Taucher. Und ich mag den nicht so. Gefällt mir nicht so wirklich. Gibt von mir 4 von 10 der bissige Taucher. Ich weiß, da gibt es einige, die mögen den. Ich zähle jetzt nicht dazu. Und wo ist er denn? Der Chomp Senior. Na, das ist auch nicht so toll, die Noten. Also hier 2,98 von 5 bei 150 Votes. 79 Reminders. Am 22. Juli 2018 das erste Mal drin. Sieht aber auch wirklich nicht so toll aus, ne? Der kleine Mampfer. Der Chomp Junior. Den finde ich allerdings deutlich viel krasser, muss ich sagen.
Und der kriegt von mir 7 von 10. Wie hört sich das Ding an? Das ist schon ein krasses Ding. Wo haben wir den? Chomp Junior. Und da haben wir derzeit 4,28 von 5 bei 25 Votes, 45 Reminders am 2. Februar 2018. Für 1500 V-Bucks der kleine Mann. Dann haben wir den Laserbeißer, auch für 1500 V-Bucks. Das Ding finde ich halt mega OP. Ja, lasergesteuert, Rasiermesser scharf, Teil des High-Hunger-Sets. 10 von 10 von meiner Seite für den Laserbeißer. Und der hat hier momentan, wenn ich ihn mal finden würde, das ist der Laserchomp. Also auch krass, ey. Ist auch cool. Nicht so stark wie der Falke gestern, aber auch schon ziemlich cool. 4,49 von 5 bei 57 Votes. Für 1500 V-Bucks der Laserbeißer. Und dann kommen wir zu dem neuen Style. Jetzt schauen wir uns erst einmal. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Triage Trooper an. Und den finde ich gar nicht so schlecht. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Der kriegt von mir 8 von 10, der Triage Trooper. Und der hat momentan hier 3,05 von 5 bei 20 Votes. Am 8. September 2018 ist das erstmal drin gewesen. 38 Reminders. So. Dann kommen wir zu der Lebenserhaltung. Auch mega cool irgendwo, finde ich das Ding. Wie hört sich das an? Und Lebenserhaltung kriegt von mir 7 von 10. Wo haben wir es denn? 7 von 10. Na, Flatliner heißt das Ding. Flatliner 3,8 von 5 bei 10 Votes. Ja. Datum ist ja immer das gleiche. Für 800 V-Bucks. So, dann haben wir Luftrettung. Kriegt von mir auch 10 von 10. Finde ich auch geil, das Ding. Als Gleiter. Das ist hier Airlift. Das sind schon coole Gleiter. 4,23 von 5 bei 31 Votes. Am 8. September 2018. Das ist erstmal drin gewesen. So, und jetzt kommen wir zu dem finalen, zu der Stilvorschau. Hier haben wir die Feldsanitäterin, die so schon ziemlich cool aussieht, muss man sagen. Ja, also kriegt er mir auch 8 von 10. Und hier mit dem neuen Style, muss ich sagen, finde ich sie, ich finde, die sieht echt nice aus. Ja, die Feldsanitäterin hat was. Und auch 8 von 10 für die Feldsanitäterin. Ja, wenn euch das heutige Video... Achso, muss ich mal gucken. Für, hier, das ist... wo ist Note? Wo ist Note? Field Surgeon. Genau, Field Surgeon hat hier 4,06 von 5 bei 35 Votes am 8. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal, schaut es mal an, wenn es wieder heißt Fortnite. Denn ich hab News mit mir, dem Ende. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.